Guten Morgen zusammen. So, heute ist der letzte Tag. Heute werden ja, die Panels montiert. Ich habe jetzt den Wechselrichter nochmal ein bisschen in die Mitte geschoben und nicht so unter einem Panel drin, weil ich gesehen habe, dass die Kabel ziemlich kurz sind. Deswegen versuchen wir mal unser Glück, wie es jetzt so funktioniert und wie man die Kabel nachher dran kriegt. Und los geht's. Das wird sein, diese Einschübe hier in die Schiene reinzumachen. Das sind ja 6 Stück, die ich brauche. Und das werde ich jetzt schon mal vorbereitet. Dann sind die ungefähr schon mal auf Position, wo ich sie nachher hinhaben will. So, ich habe jetzt hier an den 6 Punkte. Hier, da, da und da und da und da. Diese Teile drin. Insgesamt ist der Abstand von Gewinde zu Gewinde 1,5 Meter. Das müsste dann ungefähr schon passen mit den Panels. So sieht ein Panel von hinten aus. Ich habe jetzt hier Kabel dran, die sind so circa 1 Meter lang ungefähr. Hier sind die Anschlüsse, die sind so verklebt. Genau, und hier sind die Stecker, das sind MC4-Kupplung und MC4-Stecker. Hier soll man eigentlich, habe ich jetzt irgendwo gelesen, so noch ein Schutzrohr drüber machen. Ich habe jetzt nicht so richtig Schutzrohr da, ich habe nur eigentlich vom Schreibtisch. Ich dachte, ich habe noch was da liegen, aber ja. Ich mache das jetzt trotzdem dran, besser als nichts. Bei unserer großen Photovoltaikanlage ist auch nichts dran, also wegen UV ist das, wegen der Kabel, dass das ein bisschen geschützter ist. Fummel das jetzt noch mit dran, mal gucken, wenn es in 2, 3, 4 Jahre Probleme gibt, gibt es dafür ein neues Video. Beim Ausprobieren habe ich gemerkt, die Stecker gehen ziemlich schwer. Deswegen mache ich da jetzt ein bisschen Silikonspray dran und rutsche die nachher einfacher rein oder auch wieder raus. Müssen wir noch gucken, wie man die Dinger noch hoch. Das ist ja extra verrüstet, ne? Ja, aber es gibt verschiedene Größen, das ist schon. Ja gut, das können wir noch mehr wie Zentimeter weg von quasi. Okay. Daniel, ich kann warten. War es gut mit dem Wasser? Jetzt versuchen wir das Kabel da unter rüber zu fummeln. Das ist ja alles in Anlage. So, ich habe es jetzt so montiert, dass der Wechselrichter unter den beiden Paneele ist, ansonsten reichen die Kabel nicht. Sind jetzt so beide gesteckt und jetzt kommt das zweite Panel hoch. So, leider konnte man die Montage nicht direkt filmen, weil man braucht alle Hände dazu. Ich habe es jetzt noch festgeschraubt. Jetzt machen wir als erstes den Test, bevor wir alles abbauen und zumachen und schließe es einfach mal an. Zum Testen mache ich es natürlich nochmal mit dem Schuko-Stecker. Die Festverkabelung kommt jetzt dann erst noch, aber ausprobieren will ich auf jeden Fall, bevor wir alles abbauen, ob es funktioniert. Also aktuell haben wir eine Produktion von 0 Watt.
Es ist aber auch, ja, es schneit leicht und sehr dunkel. Unsere große Anlage mit 5 Kilowatt bringt im Moment 160 Watt, deswegen die hat 20 Panels. Da geht im Moment nicht arg viel. Aber man sieht bei Gerät, beim Locker, dass er online ist und vernetzt ist. Hier sieht man noch die Eingangsspannungen. Panel 1 und Panel 2, jeweils 38 Volt kommen anscheinend. Aber es kommt jetzt im Moment kein Strom. Inzwischen sind ein paar Tage vergangen. Meine Anlage produziert schön Strom, noch nicht die volle Leistung, weil es ist halt noch sehr winterlich. Ich bin gespannt auf den Sommer, wenn die Sonne richtig auf die Module steht, was wir da rausholen können. Ich möchte mich bedanken fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Video.